Die vorletzte Mission von Northgard steht an. Der Bifrost. Wir können uns überlegen, mit welchem Clan wir das angehen. Schon lange, weiß ich nicht, die letzten habe ich jetzt immer mit Borgild gemacht und dem Bärenclan, weil es halt irgendwie viel Winter war. Gucken wir mal ganz kurz nochmal. Wölfe und Braunbär zu töten liefert Fleisch. Militärische Einheiten verzehren weniger Nahrung. Ja, ich bin gar nicht so ein Militärhansel. Beginnt mit einem Schaf, kann Schafstall errichten, erhöht den Produktionsbonus auf 30%. Extra Werkzeug. Borgild. Das ist ein Wintergut. Der Brand hat einfach mehr Startboni und man kann mit den Skalden rumproduzieren. Einfach so ein bisschen Ökonomie. Besiedlung mit Kröns statt Nahrung. Ist am Anfang immer ganz gut, um schnell zu expandieren. Ich nehme den Brand, der gefällt mir einfach so. At last, we were reaching our goal. The land where Bifrost had been concealed for eons was peaceful, heavenly even. But as we marched forward, a great indescribable sound shook earth and sky alike. It still echoes through my mind. This was, of course, Jallarhorn's wail and the beginning of Ragnarok. Vedrung was ahead of us, ready to set the sons of Muspel loose on Northgard. Everything we had done to get here, every life sacrificed, would have been in vain if we failed to stop the tyrant from destroying the legendary bridge. Oha. Geht's mal gleich um alles. Aber schön ist es da. Endlich, sagte Rick. Und da ist der Bifrost. Der Fredrung, da ist er. Ich bewundere eure Entschlossenheit, junger König, doch ihr kommt zu spät. Die Gjallarhörn wird für mich die Türe nach Muspelheim öffnen. Bald wird diese Welt in Flammen aufgehen. Was bringt euch das? Das ist eine gute Frage. Und warum hat der Runenstein von Asgard eure verderblichen Taten prophezeit? Wer seid ihr? Doch, da steckt doch jemand anders dahinter. Es zählt nur, was aus der Zerstörung von Bifrost gewonnen werden kann. Und zwar... Ich trachte nicht danach, über Götter oder Menschen zu herrschen. Ich will Midgard von Asgard trennen, um die Menschen von Odins Willen zu befreien. Warum würden die Menschen vom Verlust des Allvaters profitieren? Odin liebt in ständiger Furcht vor Ragnarök, weil er weiß, dass ihn sein Schicksal ereilen wird. Er hat unsere Brüder in Valhöll in der Hoffnung ausgebildet, dass sie seinen unausweichlichen Tod verhindern können. Er liebt die Menschen nicht, finden sie nichts weiter als Marionetten, denen er seit Anbeginn der Zeit leere Versprechungen vom ewigen Ruhm gemacht hat. Da sind sie nicht davon überzeugt. Euer Vertrauen ist fehlgeleitet, bekämpft ruhig das Unausweichliche, wenn ihr es wünscht. Möge Ragnarök jetzt beginnen. Feuerriesen kommen. Junger Gebieter, die Entscheidungsschlacht steht bevor. Unsere Unterstützung und die Unterstützung durch die Siedlungen, die wir in ganz Northgard errichtet haben, sind euch gewiss. Muspels Söhne. Feuerriesen werden durch die Tore von Muspel strömen. Schlagt sie zurück und versucht gleichzeitig möglichst viele Tore zu versiegeln. Schützt den Bifrost in jedem Zeit. What the hell? Yeah.
Irgendwie kriegt er da gerade voll auf die Nase. Dass mir der Brand nicht stirbt, okay. Alter. Der Bifrost hat eben was angegriffen. Wir müssen Truppen zur Verteidigung schicken. Okay, so viel Zeit haben wir also nicht. Fallen die automatisch um nach einer Zeit? Können abseits der Flammen von Muspelheim nicht existieren. Okay. Das heißt, ich hätte gar nicht gegen die kämpfen müssen, sondern mich aber zurückziehen. Wir müssen zu allen Toren eilen, die wir finden, um sie zu versiegeln. Okay. Dann fangen wir einfach mal zack, 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 zack an hier zu bauen. Wir haben nicht viel Zeit. So. Speerlager. Tatsächlich auch eine Heilerhütte. Hier ist ein Wald. Ja, witzigerweise, das ist ja gar nicht so witzig. Wie viele Krieger haben wir denn? Das Gebiet mal frei machen hier. So, das Gebiet besiedeln. Da eine Holzfällerhütte aufbauen. Das fängt ja schon gut stressig an hier. So, gleich mal mehrere Speer losschicken. Was haben wir hier? Wald, Gemeindehaus. Dass ich auch schaue, wo ich Lebensmittel herbekomme. Da haben wir Eisen. Da haben wir ertragreiches Land, okay. So, gleich mal Leute in die Holzfällerhütte schicken. Irgendwie merkt er sich die Leute nicht. In meinem Hotkey ist ein bisschen ätzend gerade. Der merkt die sich einfach nicht. Ich weiß nicht genau warum. Ach, es sind Alliierte. Nur irgendwie kann ich hier nicht auf den Hotkey legen. Das ist ein bisschen scheiße. So, ich baue jetzt mal relativ schnell eine Heilerhütte. Damit mir die Leute hier nicht gleich aus den Latschen kippen. Holzfällerhütte. Okay, Haus, zwei Speer. Den einen Speer hole ich gleich mal zurück. Ich brauche dann eher noch ein paar Dorfbewohner. Und ich muss die Tore versiegeln, wie auch immer das geht, werden wir gleich mal feststellen. Das ist wahrscheinlich einfach besiedeln. Ich muss die halt besiegen. Besiegen und besiedeln. Und hier bauen wir eine Farm. Ne, gerade eine Menge zu tun hier direkt zum Start. Ist das Vetrfolnir? Super ausgesprochen bestimmt. Seine Sinne müssten durch Gjallarhorn getrübt worden sein. Das arme Ding ist zu Boden gestürzt. Und ihm kann man bestimmt helfen. Wurde verletzt. Wenn er geheilt ist, wird er einige Gebiete für euren Clan auskundschaften. Außerdem erhält er 100 Wissen. Was haben wir da drin? 5 Wölfe. Nee, ganz gern alle von den, alle 4 Krieger hier mal. Das wird erstmal alle hochgeheilt. Da habe ich 2 Holzfäller drin. 2 Heiler. Ich habe ja auch genug verletzte Leute gerade. Wir müssen Nahrung produzieren. Ja, ich bin gerade dabei. Und das Gemeindehaus aufwerten.
Braucht 100 Holz und 10 Steine. An allen Ecken und Enden ist wieder zu wenig Zeug da, wie immer. So, die beiden heilen erstmal. Ich kriege Lebensmittel rein. Wir haben schon den Juli und ich habe kaum Lebensmittel. Das ist alles nicht so gut. Mein Staatsgebiet ist auch nicht so groß. Hey Rick, wir haben gerade Vorräte und Jungs aus ganz Northgard bekommen. Wo denn? Wie denn? Was? Ich habe keine Lebensmittel bekommen. Ach, da kommt's. Kann ich gerade sagen, keine Vorräte. Krieger. Kann ich auf keinen Hotkey legen? Na egal. Rechtsklick alle auswählen, sondern machen wir es einfach mal so. Da gibt es nicht Fleisch, ich brauche dringend das Gebiet. Vielleicht lohnt sich aber auch hier noch vorher ein Silo. Wie teuer ist ein Silo? 60 Holz, 20 Kröns. Ja, da lohnt sich eigentlich nicht so richtig, ehrlich gesagt. Eigentlich muss ich jetzt warten, dass ich genug Lebensmittel habe, um das zu erholen. Da ist nämlich, gibt's Fleisch und Fisch. Das ist wirklich gut. Ups, ich sehe gerade, dass ich die ganze Zeit schon hätte ein Haus bauen können, müssen, sollen. Wo ist mein Speer? Er soll das mal noch erkunden, danach hole ich ihn mal zurück. Wo ich könnte mit den Kriegern jetzt. Wenn ich den mal rausnehme. Das klappt, diese ganzen Standard-Sachen aus Strategiespielen klappt nicht besonders gut. So mit Abwählen und Auswählen, mit Steuerung und Shift, dass man Leute hinzufügt oder auch nicht. Was hat der schon wieder für einen Scheiß gemacht? Wir werden angegriffen, na dann. Ja, einer ist jetzt schon tot. Einen verloren, leider. Nein, es hat natürlich genau den einen. Das ist so albern. Lief jetzt alles mal nicht so super. So, funkt mir einfach hier mittendrin rein mit dem Scheiß. So, ich war gerade beschäftigt mit Sachen. Was ich gerade sagen wollte, ups, da kommt der nächste Typ. Aber die sterben immerhin schon, weil sie langsam kaputt gehen. So, das Land habe ich noch nicht erobert. Welches Land wollte ich jetzt erobern? Das Land wollte ich erobern. Was ich sagen wollte, ist, dass es nicht gut klappt mit diesem Standard Einstellung aus Strategiespielen, wie man die Leute an- und abwählt oder zu Gruppen zusammenfasst. Und deswegen kann man manchmal so schlecht Einheiten rausnehmen aus einer bestehenden Gruppe. Und das ist ein bisschen ätzend. Der Speer kommt erstmal zurück. Besonders auf die Nase. Sollen wir alle wieder zurückkommen? Und ich kann leider nicht das Land jetzt. Dann hätte ich den Anfang irgendwie noch besser. Ich glaube, ich starte die Mission nochmal neu. Die war irgendwie von Anfang an komisch. Das hat mir alles nicht gefallen. Ja. So, das war irgendwie. Das hat mir nicht gefallen. At last,
We were reaching. Ja, at last. Kann ich hier ein bisschen überspringen? Rechts und links klick und so. Und so richtig kann man diese Szene nicht überspringen. Muss ich gleich mal nach dem Start mal einmal speichern. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Jetzt schneller. Dann kennen wir schon. Danke. So, einmal speichern. Lass ich mal auf einem Haufen stehen. Und gucke, wer gefokust wird, das Ding zurückziehe. Sicherweise keiner stirbt. Au, oh, dann ist er doch gestorben. Nee, das, tut mir leid, das ist so blöd vom Anfang. Ich hasse das mit diesem... Nein, ich will das nicht. Vor allem, da man die auch automatisch wieder in den Kampf zurücklaufen. Man hat keinen Stoppbefehl. Das ist alles so ein bisschen... Man kann auch nicht, ja, die Zivilisten daraus halten, ist alles so ein bisschen mühsam. Dafür ist das Kampfsystem so ein bisschen überarbeitungsbedürftig. Ich. So. Ich mach die mal auf eine andere Taste, dass die hier schön hier hingehen. Nein, der kriegt auf die Nase. Ey, ich hasse das. Vorhin habe ich da auch keinen Anfang verloren. So, ich tank, glaube ich, erst mal mit dem Brand. Das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. So. Und vor allem kann ich die Kriege auch auf keinen Hotkey legen, was auch ätzend ist. Ich weiß nicht genau warum. So, die halten sich eigentlich mal komplett raus. So, ihr geht mal hier hin. Ihr geht mal alle hier hin. So, und jetzt kommen wir mal alle auf den gleichen am Anfang. Okay, der geht ein bisschen auf die Nase. Der geht bis auf die Nase. Okay, besser. Meine Herren. Die fahren jetzt alle um, müssen die Sachen versiegeln. Ich brauche mal einen vernünftigen Start, um das irgendwie jetzt alles schon kaputt ist. So. Einer repariert mal den Turm. Einer baut mal ein Haus. Einer baut mal ein Speerlager. Und dann kommen wir hier hoffentlich mal irgendwie zu Rande. So, hier ist ein Wald. Erobern wir das Gebiet doch mal mit dem Wald. Hä? Alle Krieger sollten da rein. Dann kommen wir wieder zurück. Ist ja ganz gut, wenn man, wie gesagt, auch alliierte Einheiten mit auf Hotkeys packen könnte. Das wäre sehr hilfreich. Dann kommt jemand mit rüber.
Sieht ihr mir das schon mal hier? Und bauen eine Holzfällhütte. Und ich möchte ganz gerne, dass wir das Land checken. Und dann. Achso, das wäre eigentlich ganz gut als nächstes. Kommt mal da an die Grenze. Die mit den wenigen HP eher ein bisschen nach hinten. Nur einen angewählt, weil es irgendwie manchmal nicht so gut klappt. So. Okay, jetzt können wir hier mal vernünftig eine Fischerhütte hinstellen. Und eine Jagdhütte. Und dann kriegen wir mal ordentlich Lebensmittel. Sieht das alles schon ein bisschen wieder vernünftiger aus. Wo ist mein Späher unterwegs? Ich glaube, ich sollte gar nicht so viel spähen. Ich habe jetzt hier erstmal ein bisschen was zu tun. Muss irgendwie am Anfang mal schnell was auf die Reihe bekommen. Geht es gar nicht speziell darum, möglichst viel zu sehen, sondern erstmal die vorhandenen Gebiete sinnvoll auszunutzen. Eine Heilerhütte werde ich demnächst schon auch noch brauchen. Damit die Leute nicht alle so angeknackst sind. Nicht genug Ressourcen. So. So, zwei Fischer, zwei Jäger. Und die Holzfällerhütte produziert auch. Und eine Heilerhütte brauche ich noch. Kostet 60 Holz. Das haben wir gleich. Und dann haben wir doch mal einen vernünftigen Start hier. Was haben wir hier? Eisen bekommen. Hier hätten wir noch mehr Lebensmittel. Jetzt können wir gucken, welches Gebiet ich als nächstes angehen möchte. Und ein Tor müssten wir mal versiegeln. Zufriedenheit ist ganz okay. Also wir kriegen auch neue Dorfbewohner. Und dann heilen wir erstmal. Meine Leute hoch. Der Brand geht hier hin und die Krieger auch mit. Vielleicht kann ich dann schon als nächstes sogar dieses Gebiet einmal platt machen. Also das Tor versiegeln, dann hätte ich ein bisschen weniger Stress an der Seite vielleicht. Einige Verletzte, die wir jetzt mal schnell hochheilen. So, jetzt werden mal neue Krieger geschickt. Teilweise tankt der Brand das immer ganz gut. Der hat 5 Rüstungen. Wie viel haben die? Krieger haben 5, nicht so rum. Er hat 10 Rüstungen. Das macht sich schon bemerkbar. Wir müssen bald eine neue Hütte bauen. So, das ist ziemlich schnell. Kann ich das Land mal in den Nagel reißen? Und da drin bauen wir einmal eine Farm. Und eine neue Hütte brauche ich auch. Ich weiß halt mit zwei Heilern relativ viel Heiler, wie ich es am Anfang eigentlich nicht habe, aber ich will irgendwie die. Ist halt nicht irgendwie die Hälfte so komisch
fast aus den Latschen kippt. So, lass mal den heilen. Der ist mich fast hinüber. Was passiert jetzt hier oben schon wieder? Was macht der für einen Quatsch? Der ruft schon wieder die nächste Angriffswelle. Okay, müssen wir hier ein bisschen aufpassen. So, er geht mal zuerst drauf. Das macht es mal ein bisschen leichter. Brand. Mein Name ist gerade Programm. Der brennt nämlich ordentlich. Jetzt ist man zurück. Okay, boah, das ist alles ein Scheiß. So, Brand kommt mal zurück. Ach, Krieger kommt zurück. Und meine... So, haut ihn mal kaputt. Dafür ist das Spiel echt nicht so gebaut. So, jetzt die Angriffswelle immerhin zurückgeschlagen. Jetzt, ich muss jetzt hier mal zur Rande kommen. Wer ist denn hier überhaupt wo unterwegs? Dorfbewohner, du gehst mal aufs Feld. Was ist denn hier für ein Quatsch? Fischerhütte, Jagdhütte. Das ist ein bisschen stressig, die Mission, oder? Na gut, gegen Ende hin, dass es ein bisschen schwerer wird, ist ja auch nicht überraschend. So, ihr haltet jetzt mal den Brand hoch. Primär. Dann wäre ich schon mal ganz zufrieden. Und dann muss ich hier mal so ein Tor dicht machen, damit die hier... Ich glaube, jetzt habe ich ein paar Minuten Ruhe. Aber nicht besonders lange, würde ich denken. Wie sieht es denn aus? Der Winter kommt, wir haben genug Lebensmittel, wir haben okay Holz, wir haben ein bisschen Gold. Das läuft alles soweit. Dann konnte ich jetzt ein neues Gebiet erobern. Wir haben zwei Heiler, die brauche ich im Moment aber auch. Wie man gesehen hat. Im Winter möchte ich eigentlich eh nicht kämpfen, wenn ich nicht den Bärenclan habe. Was haben wir denn hier noch? Steinvorkommen. Bauen wir das nochmal ab, damit wir auch mal von der Economy her weiter vorwärts schreiten. Und zumindest die Wölfe hier kann ich mal eben schnell verhauen. 120 kostet mich das nächste. Ist hier noch irgendwas Wichtiges drin? Ein Eisenvorkommen. Okay, Vorratslieferung. Also man kann auch durchaus mal ein paar Leute verlieren. Wenn man auch mal neue Leute dazu bekommt. Die Steine kann ich mal in Upgrade stecken und ich kann irgendwas erforschen. Mehr Holz, ja. Kann ich schon voll viele Sachen hier. Was ist denn hier los? So, stimmt, ein Siedlo. Siedlo. Ich lese das schon mal falsch gedacht. Ein Silo wollte ich bauen. Weil ich ja hier zwei Gebäude habe. Okay, wurde nicht gesagt, ich habe wieder irgendwie Verstärkung bekommen? Oder wird das immer nur aufgefüllt? Wenn ich Krieger verliere, kriege ich neue. Und wenn ich die halt irgendwie so gesund heile, wie ich das jetzt so toll mache, kriege ich gar keine Verstärkung. Das wäre ein bisschen gemein. Jetzt eigentlich hier ein Silo bauen, dass die beiden Gebäude besser macht. Die Jagdhütte und die Fischerhütte. Braucht 100 Holz dafür.
Ich habe zwei Schafe. Eins mal hier hinschicken. Und das andere hier hinschicken. In die Gebiete, wo am meisten Gebäude sind. Ja, der Bifrost kriegt schon bis auf die Nase, weil es gerade im Chat geschrieben wird. Ja. Bin jetzt wieder losgewandert, ja. Ist ja manchmal, die nur anzuklicken, klappt schon nicht so gut. So. Er greift zuerst an. Nein, ich will keine Siedler verlieren. Siedler verlieren ist immer richtig scheiße. Ich weiß überhaupt nicht, ob die Leute alle an dem richtigen Platz sind. Müssen wir der Reihe nach gucken, was ist denn jetzt hier los? Wir haben so viele Verletzte, ja. Ich habe schon die Heilerhütte hier auf Anschlag. So, erstmal jetzt der Reihe nach bauen. Bauen. Ein Siegel. Und das Gebiet entwickeln. Jetzt brauchen wir noch Geld. Das geht doch alles nicht. Kinders. Was ist denn hier los? Viel Stress im Moment. Mann! So, wie viel kann ich jetzt hier bauen? Eins mehr, viel mehr. Ich muss mal einen Abwehrturm bauen, aber in das Gebiet passt nicht mehr rein. Ich muss jetzt in das Gebiet ein bisschen vorgelagert das machen, glaube ich. Von 16. Soll ich auch eine Heilerhütte bauen? Habe ich andere Sorgen? Muss man das Eisen hier abbauen? So, gucken wir ganz kurz. Hier sind zwei Leute drin, das ist richtig. Hier sind zwei drin in dem Steinbruch. Zwei in der Fischhütte, zwei in der Jagdhütte, okay. Ich glaube, ich muss mit den Kriegern nicht so vorsichtig sein, eventuell. Ich weiß nicht, die werden, glaube ich, aufgefüllt. Eigentlich. Ich versuche jetzt mal dieses Land hier platt zu machen. Damit ich einen Stressfaktor mal weniger habe. Wir haben Krieger und Vorräte erhalten, hat er immer gesagt. Nein! Ich bin nicht aufgepasst, ist der Brand gestorben. Ich bin doch extra aus der Range rausgezogen. Und den Brand ist halt schlechter, der jetzt noch ganz gut wegtankt. Man kann die auch echt sehr mies anklicken. Jetzt sterben die mir alle weg. Und das stimmt doch überhaupt nicht. Das wird immer gesagt, man kriegt neue irgendwas und bekommt man überhaupt nicht. So, einmal muss ich es noch. Die Mission ist echt hart. Ja, ein bisschen, weil es nicht so steuerungsmäßig gut ist, aber man muss irgendwie auch vielleicht ein bisschen aggressiver vorgehen, keine Ahnung. Welcher Zeitpunkt war das denn hier? Okay. Ich weiß nicht, welcher Zeitpunkt das ist. Irgendein Zeitpunkt. Irgendwas zu irgendeinem Zeitpunkt. Ich muss erstmal den Zeitpunkt abwarten, wenn so, einen Verteidigungsturm brauchen wir jetzt erstmal.
Dann brauche ich demnächst noch ein Silo. Das kostet mich 100 Holz. Scheiß die Wand an. Ich glaube, ich mache ein bisschen zu viel Sorgen um die Krieger. Keine Ahnung, zu welchem Zeitpunkt er das gespeichert hat. Das ist ein bisschen das Blöde jetzt. Ich weiß nicht, wann ich mit dem nächsten Angriff rechnen muss. Hier brauche ich eigentlich keine Verteidigung. So, was kriege ich dafür? 18 Holz. Das ist wahnsinnig viel. Da könnte ich ein Silo von bauen. Ich brauche erstmal eh den einen. Das war der nächste Angriff. Der nächste Angriffshölle warte ich jetzt nochmal ab. Und dann, wie viel Holz hier eigentlich noch raus? Wie viel Steine ist noch rauszuholen? Brauche ich so viel Steine? 100 Grünzen hat voll viel. Das kann mir eigentlich nicht leisten. Müsste ich eher was abreißen. Zum Beispiel halt den... Haha, es ist voll die harte Mission, echt mal. So, wie sieht's denn mit der Heilung aus? Ich hab voll viel hochgeheilt, oder? Das ist eigentlich ein bisschen geil. Vielleicht kann ich jetzt einfach mal... Einen verliere ich jetzt, glaube ich, gerade. Gehen wir kurz zurück. Einen verloren, das ist vertretbar, denke ich. Der Tank ist jetzt ein bisschen weg. Nein! Okay, doch. Jetzt kann ich jetzt vielleicht das hier schnell besiedeln. Dass da halt keiner rauskommt. Darum ging es mir eigentlich. Ich habe noch einen Krieger verloren, aber das geht hier einigermaßen. Dann habe ich das Tor versiegelt. Das Tor von Müspel. So, dann bin ich jetzt erstmal zufrieden. Dann erwarte ich den nächsten Angriff hier oben. Ich kriege wirklich immer neue Leute. Ich muss mich um die nicht so viel Sorgen machen. Die werden immer ersetzt, die Krieger. Das heißt, ich heile die immer so mühsam hoch, aber ich kriege eh immer wieder aufgefüllt auf 8 Krieger. Ich habe immer ein bisschen zu viel Stress gemacht. Aber man kriegt eh immer wieder dann... Man kriegt regelmäßig wieder 4 Krieger nachgeliefert. Oder maximal 4 Krieger. Eben bis man 8 hat jeweils. Das heißt, dann brauche ich gar nicht mehr so einen Stress machen damit. Ich baue mal eben noch das restlichen Stein ab. Kann den Steinbruch abreißen und hier ein Silo hinstellen. Und ein Speer brauche ich ein bisschen, dass ich gleich entscheiden kann, was ich als nächstes hier mache. Erkunde doch das mal hier bitte. Hier kann ich eh nichts machen, das sind andere Leute. Speichern wir mal kurz. Tricky, tricky, tricky. Aber jetzt habe ich ein bisschen den Bogen raus. Und auch mit den Kriegern, dass man immer wieder die gleichen Anzahl nachbekommt auf ein Maximum. Das ist halt schon so eine wichtige Information. Ein Stein noch, dann haben wir das auch geklärt. Turm vielleicht an der Stelle gar nicht so toll, wenn ich ihn das nächste Gebiet erobere. Was kann ich denn hier als nächstes?
viel gekämpft. Ah, jetzt haben wir das erkundet. Erkundet, entdeckt. Ah, zieht euch zurück. Nicht tanken. Wie sind die Kollegen da? Werden wir angegriffen? Was? Wo? Ja, die zerfallen dann immer irgendwann, aber müssen jetzt auch schon mal langsam. Na, die Krieger sind dann gar nicht ganz so weit oben auf der Heilliste, ehrlich gesagt, wenn die immer wieder ausgetauscht werden oder aufgefüllt. Nahrungsmittel kriegen wir echt ohne Ende, weil das einfach mit dem Silo und diesen zwei Gebäuden hier voll viel bringt. Nice. Okay, den muss ich mich jetzt heilen. So, dann heilen wir erstmal kurz den Brand hoch. Dann ein paar, vor allem die Holzfäller hochheilen. Okay, sollen wir zusammen an einen Punkt gehen, wenn du zusammen angreifst, ist es mal ein bisschen besser. Ist eigentlich ganz gut, wenn der eine, der tot ist, mal, der eine, der so verletzt ist, mal stirbt. Ist ja fast besser, wenn er eh ausgetauscht wird. Genau, jetzt erstmal die Holzfäller heilen. Und wo ist mein Speer? Der hängt da rum. Da kriegen wir neue Leute. Das wäre echt besser. Denn wenn ich halt einen Verletzten habe, ist das eigentlich im Kampf viel schlechter. Zu blöd das klingt. Ist ja besser für mich, wenn der mal stirbt. Jetzt gerade nicht, aber so vor der nächsten Kriegerlieferung werde ich den mal opfern. Noch ordentlich Steine. Ich habe die ganze Zeit genug bin am Bevölkerungslimit. Muss ja ein bisschen dran schrauben. So, mal alles platt machen. Trauge. Klingt immer so fies. Jetzt muss man sich Sorgen machen. Lass einfach mal ein, welche sterben. Manchmal ist es einfacher, als wenn ich hier mühsam hochheile. Yeah.
Bisschen gemein, aber so ist es halt. Muss ja bald wieder eine Kriegerlieferung nachkommen. Außer ich kämpfe jetzt gerade und dann kommen die Eisriesen, Feuerriesen, nicht Eisriesen. Ein schlechter Zeitpunkt halt, um gerade mich mit den Bären zu kloppen, wenn dann gerade in dem Augenblick hat die Leute dann Stress machen. Jetzt muss ich eigentlich gucken, dass ich für die nächste Lieferung zumindest den einen noch töte. Habe ich ein bisschen zu viele gekillt. Ich glaube, ich kriege jetzt nur 7. Weil man nur 4 auf einmal nachgeliefert bekommt. Wenn jetzt überhaupt eine Lieferung kommt. Wahrscheinlich kommt jetzt keine Lieferung. Und dann stehe ich da, like a Deppen. Mal die Kobolde wieder. Bleiben jetzt mal hier, damit sie mal nicht immer automatisch geheilt werden. Ich will erstmal jetzt hier tatsächlich meine Zivilbevölkerung hochheilen. Dann den Federvollnir. Nee, erstmal ihn so. Jetzt kriege ich schon vor lang keine keinen Nachschub mehr, nachdem ich das jetzt so erkannt habe und geändert habe, dann kriege ich natürlich keinen Nachschub mehr. Danke, Gaben. Ach guck, jetzt. Jetzt dann doch. Gucken, wie viel ich jetzt als Verstärkung bekomme. Ob ich dann wieder 4 bekomme, wie ich damit rechne. In der Tat. So, ich will jetzt mal Fetrefolnir hochheilen. Wenn wir damit mal weiterkommen. So, der soll jetzt dann eh mal das zu Ende erkundet. Dann soll er hier mal. Hier gab es noch irgendwas zum Erkunden. Nachher die Ruinen, genau. Erkunde doch mal die Ruinen. Läuft das soweit alles ganz gut. So, und das können wir mal aufwerten. Und noch was Neues lernen. Alles besiedeln, was so geht. Ich finde es furchtbar immer so, wenn man den Nebel hat und gar nichts sieht. Er ist geheilt. Er wird uns bei der Erkundung von Northgard helfen. Das ist doch nett. Dann brauche ich den Speer dafür nicht. Und wir haben 100 Wissen erhalten. Und wir werden angegriffen. Wo und warum?
So, alle Krieger rüberkommen. Zurückziehen. Dann ziehe ich den Brand nach vorne, weil der immer viel besser tankt. Ja, aber sterben darf er nicht. Achso, der Bifrost hat natürlich angegriffen. Jetzt muss ich mich langsam um den Bifrost kümmern. Ja, die fahren jetzt bald um. Allzu viel bummeln darf ich da nicht mehr. Das heißt, ich werde jetzt als nächstes noch ein paar Gebiete hier erobern, aber nicht mehr allzu viel tatsächlich. Das sind ja auch die Trolle, Kobolde. Und dann werde ich mich um den Bifrost kümmern, dass ich jetzt die Tore von Muspelheim kaputt mache. Und ich glaube, jetzt nach dem schwierigen Anfang haben wir jetzt die Situation ganz gut eigentlich im Griff.